Es sollte ein heißer Tanz werden, ganz anders als der Bundesliga-Auftakt vor 20 Tagen, als es ja ein mageres 0:0 gab. Bei Bremen fehlten immer noch die Verletzten Sauer, Riedle, Neubart und Meier. Und St. Pauli hatte so seine Schwierigkeiten mit der Aufstellung. Gronau wird hier mit der 6 und Olk mit der 8 angekündigt. Beide hatten jedenfalls andere Rückennummern. Nämlich genau umgekehrt. Und bei Werder Wutawa, vielleicht ein Mann aus Nigeria. Gespielt 6 Minuten, ein toller Beginn. Trulsen für den FC St. Pauli, er kümmerte sich in erster Linie um Rufer. Und dann ein Foul von Brazet an Golke. Schiedsrichter Vöckler, ein FIFA-Mann aus Weisenheim, hatte so seine Probleme, er gab ihr Freistoß. Bei St. Pauli fehlte der verletzte Knebel und auch Duwe, der für längere Zeit ausfallen wird. Für ihn ist ja nun Schlindwein verpflichtet worden. Werder immer gefährlich über die Flügel. Bockenfeld und Burgsmüller. 7. Minute. Manni Burgsmüller zusammen mit Winton Rufer, Sturmspitze bei den Bremern. Immer wieder gefährlich, der alte Fuchs. Er wird im Dezember 40. Ecke Bockenfeld. Rufer. Und in der Innenverteidigung des FC St. Pauli klappte es beileibe nicht. Man merkte das Fehlen von Duwe. Dritte Ecke, Bockenfeld. Günther Herrmann, Ippich. Und Gronau. Noch einmal diese Aktion. Bremen klar überlegen mit den besseren Chancen. Die Mannschaft spielte voll auf Sieg. Nicht zu abwarten, nicht zu zaudern, wie zum Bundesliga-Beginn. Helmut Schulte konnte das alles gar nicht mehr mit ansehen. Er ging zu seinem Torwart Ippich und gab ihm neue Kommandos, wie er sich bei Ecken mit seiner Abwehr verhalten sollte. Vor allen Dingen, dass ein Mann am kurzen Pfosten zu stehen habe. Und immer wieder Werder mit Bockenfeld. Foul an Rufer. Schiedsrichter Vöckler pfeift Freistoß. Keine Ermahnung. Aber auf der anderen Seite Foul von Wolter an Gronau und hier zückt der Unparteiische die gelbe Karte. Rehhagel verstand die Welt nicht mehr. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel, das war die Frage. Ein hochtemporeiches Spiel. Gronau, Golke. Die letzte Möglichkeit vor der Pause. Helmut Schulte hatte dem Schiedsrichter auch noch einiges zu sagen. Vielleicht, dass bei ihm einige Rückennummern auf der Aufstellung falsch waren. Zweite Halbzeit. 3 Minuten gespielt. Winton Rufer. Ein Gewinn für die Bremer. Otto Rehhagel hat wieder einmal eine goldene Nase bewiesen, indem er Rufer verpflichtet hat. Und dann Burgsmüller. Der alte Kempe zum 1:0 für die Bremer. Für den Pokalfinalisten dieses Jahres die Vorarbeit von Winton Rufer. Er versetzt Olk, schaut, flankt weit hinüber, über Schlindwein hinweg und Tor durch Burgsmüller. St. Pauli warf nun alles nach vorn. Trulsen, der ein gutes Spiel gegen Rufer machte, ihn aber nie ganz ausschalten konnte. Und Manzi lief sich warm, der 20-Jährige aus dem Pele-Club Santos. Brasilianische Fahnen inzwischen auch im Stadion etabliert. Gronau. Starkes Laufpensum. Golke und Tor. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Golke nur 1,76 groß, überwindet Reck. 1:1, 58. Spielminute. Und das Freudenhaus am Millerntor tobte. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mal, wie ich den Ball berührt habe, muss ich ehrlich sagen. Kein Foul. Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Danke. Ein Foul an mir, ganz klar. Ich wollte den Ball fangen und der stummt mich weg und dann ist der Ball irgendwie ins Tor. Der Golke ist nur 1,76, sind 1,92, ja. Ohne Arme ausgestreckt. Aber er läuft dem Ball entgegen und ich muss warten, bis der Ball kommt. Weil er reagiert und ich agiere, das ist das eigentliche Problem. Also für mich lag hier wirklich kein Foul vor, ein korrektes Tor, Fehler von Reck. Und Reck, der hier wieder auf dem Posten war bei einem Freistoß von Flat. Er machte den FC St. Pauli stark. Die Hamburger nun wie verwandelt, selbstbewusster mit Torchancen. Noch einmal in Zeitlupe.
dieser Freistoß von Egon Flath. Dann die 9. Werder-Ecke, noch 5 Minuten zu spielen. Eine Verlängerung lag im Bereich des Möglichen. Bratzett und dann Winton Rufer mit dem Fuß. Rehagel jubelt, Rufer ebenfalls. Er kann es also auch mit dem Fuß, nicht nur wie vergangene Woche mit der Hand. Noch einmal die Vorarbeit von Bratzett. Das tolle Tor von Winton Rufer. 2:1, 85. Minute. Und dann kam Manzi. Und es wurde noch einmal stürmisch. Bratzett verfolgt vom heißblütigen Brasilianer. Er ging es schwer zur Sache. Und dann Gronau dazwischen. Schiedsrichter Vöckler, der vorher 4 gelbe Karten gezückt hatte, ließ hier Gnade vor Recht ergehen. Gronau hätte rot sehen können. Schwere Zeiten für den FC St. Pauli. Pokal aus, Schlusspfiff, Bremen in der 2. Runde. Und St. Pauli muss am Dienstag in der Bundesliga gegen Homburg gewinnen. Werder-Manager Lemke jubelte, das Schlusswort haben die Trainer. Wir waren in Zweikämpfen sehr gut und normalerweise ist es ja auch so, wer die meisten Zweikämpfe gewinnt, gewinnt das Spiel. Das war heute vielleicht nicht ganz so. So, da habe ich eine ehrliche Pressekonferenz.